Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wann kommt der Richtige? Diese Legung ist für diejenigen, die alleine sind und möchten gerne eine Beziehung einzugehen und stellen die Fragen, wann kommt der Richtige? Es ist eine allgemeine Legung und wir schauen die Zeitqualität an im Zeitraum von 22. bis 28. Oktober 2018. Welche Chancen habt ihr gerade und was könnt ihr dafür tun, dass die Richtige auch kommt? Bevor ich beginne, die Karten zu deuten, möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über Karma und Karma auflösen. Ich werde dieses Video nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr ernsthafte Interesse daran habt, etwas erfahren über dieses Thema Karma und Karma auflösen, ihr bekommt dieses Video gratis. Und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail und ich schicke den Link dazu. Ende dieser Aufnahme ist noch eine kurze Information darüber. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat jetzt mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Wie ich schon sagte, dieses Video ist kostenlos. Und jetzt zu dieser Legung. Wann kommt der Richtige? Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Und wir schauen erstmal an die Vergangenheit und ich beginne mit dem Kindheit. Weil die Kindheitserinnerungen begleiten uns bis zu unserem Lebensende. Die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren und das hüten. Und die Erinnerungen, was Tränen auslöst, sollen wir lieber loslassen. Welche Kindheitserinnerungen spielen gerade eine Rolle? Das zeigt hier diese Karte an. Die Erde-Element bedeutet Sicherheit, Stabilität, Schutz. Und als Kind habt ihr dieses Bedürfnis nach dieser Sicherheit, Stabilität und Schutz. Das ist auch selbstverständlich. Und hier, dieses Selbst zu sein, war auch ein Wunsch. Ihr wollt so zu sein, wie ihr seid. Bei vielen von euch wurde das unterstützt und gestärkt, euren Selbst. Aber es gibt viele, wo versucht haben, die Eltern euch formen in eine andere Richtung, was gar nicht euren Wünschen entspricht. Zum Beispiel, wenn die Eltern sagen, du musst unbedingt Klavier lernen und ihr wollt nicht Klavier lernen, sondern ihr wollt Tennis spielen, dann natürlich entspricht es nicht euren Wünschen. Also es ist beide möglich. Entweder war die Unterstützung da, da sind das schöne Erinnerungen, oder die Eltern wollten euch in andere Richtung erziehen und haben euren wahren Selbst gar nicht berücksichtigt. Wir bleiben noch in der Vergangenheit und wir schauen mal die Beziehungen an. Und diese Karte gibt uns Information. Die Gespräche und diese Leichtigkeit fehlte in Beziehung. Das war wie anderen Welt. Ihr im Hintergrund entspricht nicht nach euren Vorstellungen. Es ist auch dunkel im Hintergrund, sind auch Ängste dabei gewesen. Es fehlte einfach die Leichtigkeit. Und hier die Merkur-Symbol zeigt, hier fehlte die richtigen Worte, die richtigen Kommunikation. Wir bleiben noch in der Vergangenheit und wir schauen die Karma an. Und das würde ich euch auch empfehlen, diese Video, diese kostenlose Video über Karma.
Und dieses Bild zeigt das frühere Leben an. Das ist die Bewegung, auch die Begeisterung. Und die Schütze natürlich hat mehrere Ziele, mehrere Richtungen, aber ihr wart in eine falsche Richtung. Und jetzt in diesem Leben ändert sich etwas. Alles geht in eine vollkommen andere Richtung und euren Leben. Wie denkt ihr über eine Beziehung im Allgemeinen? Könnt ihr das vorstellen, in eine Beziehung zum Leben, oder sagt momentan, ah, das will ich momentan nicht? Wie ist die Einstellung? Das zeigt Mond und auch die Fischen-Symbol, natürlich auch die Sehnsüchte, die Träume. Ihr träumt davon, ihr habt diese Sehnsucht, in einer Beziehung, eine liebevolle Beziehung leben. Also ihr seid offen dafür. Der Mann, wie könnte ich diesen Mann jetzt im Allgemeinen beschreiben? Der Mann ist sehr geheimnisvoll. Sehr geheimnisvoll, sehr ernsthaft. Das ist die Saturn-Symbol und die Stier hier bedeutet, er ist wohlhabend oder kümmert um die Finanzen auch. Bedeutet auch, dass er das Leben genießen kann und dass er zwar geheimnisvoll ist, wie dieses Bild zeigt, aber bodenständig. Warum seid ihr alleine? Das zeigt hier dieses Bild, die Widersymbol, auch die Sonne und auch die Feuerelement und das Bild, dieser Neuanfang. Ihr habt es gar nicht zugetraut. Oder habt ihr Männer angezogen, die diesen Neuanfang nicht zugetraut haben und sind davongelaufen? Die Chancenmöglichkeiten waren da, aber es fehlte der Mut, etwas Neues zum Beginnen dazu stehen, zu diesem Liebe, zu diesem Partnerschaft. Was könnt ihr verbessern? Schaut mal diese Haltung an. Diese Dame trägt etwas. Es bedrückt euch. Etwas ist da, was euch bedrückt. Oder ihr habt gerade zu viel Pflichten. Das drückt den Schulter. Ihr müsst momentan zu viel tragen oder ertragen. Es fehlt die Leichtigkeit. Macht das leichter und versucht davon zu befreien. Und wann kommt der Richtige? Diese Karte zeigt die Chancen an. Aber was könnt ihr dafür tun, dass das schnell da ist? Erstens, die Erde-Element zeigt schon die Realität. Also euer Traum, so wie hier sichtbar ist, wird Realität. Die Einstellung sollt ihr ändern. Diese Schattenseite kann die Angst sein oder Zweifel, aber das ist so junges Mädchen. Also versteckt euch nicht in die Schattenseite, sondern zeigt offen euren Weiblichkeit. Ihr müsst nicht so offen in die Straße stehen, das meine ich damit nicht, sondern die Bilder haben symbolische Bedeutung. Zeigt Offenheit. Oder wenn ihr Begegnung habt, dann traut auch mal etwas zu. Mal ein Lächeln, damit dieser Mann auch mal mutiger wird. Was könnt ihr verbessern an euren Gefühlen? Etwas bereinigen. Was ist es, wovon man bereinigen soll? Die alten Erinnerungen und auch Angst und Zweifel und Schuldgefühl und Eifersucht. Nimmt eine Reinigung und dann spürt ihr euren Kraft. Und zeig euren Weiblichkeit. Hier die Venus-Symbol ist die Weiblichkeit. Hier unten ist die Venus-Symbol. Und Skorpion, die Leidenschaft. Und der Mann ist schon unterwegs. Was könnt ihr noch tun, dass der Richtige kommt? Dass ihr über diesen Zaun geht. Nicht stolpern über den Zaun, sondern springen. Das heißt, im Vertrauen bleiben, es kommen die Neuigkeiten und setzt etwas in Bewegung, seid ihr mutig, wagt auch mal etwas Neues und lasst euch nicht einschränken, auch nicht mit Gefühlen wie Angst oder Zweifel.
Und jetzt übergehen wir auf diesen kurzen Infovideo über Karma und Karma auflösen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.